Die dritte Station unseres Norwegen-Streifzugs ist die bekannte Insel Hitra in Mittelnorwegen. Mit dem Guide Uwe sind Christian und Georg vor Hitra unterwegs, um ihr Glück auf Leng zu versuchen. Das Gerät muss den harten Bedingungen gewachsen sein. Allein das Blei biegt die Spitze der 30-Pfund-Route nach unten. Ja, wir fischen jetzt hier über 200 Meter Tiefe. Einen schönen Leng haben wir schon gefangen. Und gerade wieder abgelassen, eben hatte ich schon wieder einen Biss. Die nuckeln also ziemlich lange dran rum, oder zumindest der erste war so. Und auch wenn sich jetzt nichts mehr tut, ich hoffe, dass er nochmal wiederkommt. Auch bei Krischern macht sich ein Fisch am Köder zu schaffen. Jetzt heißt es, Nerven behalten, denn ein Anschlag würde alles verderben. Das vorsichtige Beißen sorgt für Spannung bis in die Haarspitzen. Doch dann ist es soweit. Doppeldrill. Das geht auf die Arme. Aber hervorragend geklappt. Ich weiß nicht, wie lange wir angeln. Auch nicht so richtig lang. Ein Biss auf den anderen. Bei die Angelei hält man auch nicht so lange durch. Da muss der erste gleich kommen jetzt. Und da ist er. Alter! Da ist er. Oh! Petri! Und der zweite. Alter Vater! Langsam! Ich dreh durch! Zwei Luftmatratzen. Hängen erstmal aus, wir brauchen das Gaffen nochmal, da kommt der zweite. Ja. Soll ich denn die Gaffen? Ja, mach mal. Er ist jubeln, wenn er drin ist. Ja, ein Blei ist auch. Ja, kommt nicht mehr weg jetzt. Okay. Du stehst davor, man sieht nichts. Was für Kamele! Alter Verwalter, was ist das denn? Tiefseewahnsinn! Jawoll! Was eine Dublette! Oh, schwer sitze! Sack schwer! So, das hat jetzt super geklappt. Zwei driften, drei so dicke Fische. Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich glaube, wir fahren jetzt nach Hause, weil nochmal solche Drills und solche Präsentationen können, überstehen wir nicht mehr. Und jetzt geht's heimwärts. Und besser kann es ja eigentlich nicht laufen, denke ich. Super Angel. Top.